Hi, willkommen. Wir werden ein Video anschauen von scheinbar von dem Kanal Virtual Gaming Library. Es ist über alle 651 GameCube-Spiele, scheinbar US, Europa und Japan, was dabei rauskam. Und es wird knapp 2 Stunden gehen. Wir werden jedes Spiel für ungefähr 10 bis 15 Sekunden sehen. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Zum einen bin ich gespannt, wie viele Spiele ich kennen werde. Und zum anderen bin ich gespannt, vielleicht ein paar Spiele zu sehen, die interessant aussehen. Olton, frischer Sub, vielen lieben Dank. Und ja, wir werden sehen, wie das laufen wird. Puh, das wird ein Ausflug. Ein Abenteuer, würde ich fast behaupten. Ja, das war zum Beispiel USA-exklusiv. Oh, das sieht super langweilig aus. Lass ich mal eben hier rüber gehen. Okay. Oh, seht ihr das, Agent im Kreuzfeuer? Das ist direkt ein Instant-Klassiker. Das kam in Japan nicht raus. Das ist ein gutes Spiel. Man muss einfach nur die goldene Waffe freischalten. Yo, alles oder nichts dagegen. Ich habe es nicht gespielt. Aber es sieht absolut entsetzlich aus. Ich glaube, ich will es... Ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen will. Es ist genauso wie... oh Gott. Liebesgrüße aus Moskau. War das der deutsche Titel? Das ist auch fürchterlich. Ich glaube, da hat jemand anders die James-Bond-Spiele gemacht. Und es war nicht gut. Yo, Nightfire. Yo. Nightfire hatte einen besseren Multiplayer als Agent im Kreuzfeuer. Der Singleplayer von Agent im Kreuzfeuer war besser. Seht ihr? Das sind gute Spiele. Das habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Ich meine aber, dass das ein Port von dem Dreamcast-Spiel ist. Ach, falls ihr daran interessiert seid. Stefanowski, 30 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich glaube, das habe ich mal gespielt. Aber ich weiß es nicht. Bin mir wirklich unsicher. Ich könnte schwören, dass ich es mal gespielt habe. Aber ich hatte es nie. Aber ich sage, macht's. Oh. Oh. FIFA 2002. Erinnert ihr euch noch an Luciao? Ich habe ein Jimmy Neutron-Spiel gespielt. Will ehrlich sein, eins war mir genug. Interessant, wie viele Spieler nicht in Japan rauskamen. Aggressive Inline? Oh mein Gott, das brauche ich in meinem Leben. Oh ja, Alien haben wir nicht. Das kam aus irgendwelchen Gründen für Konsolen raus. War mal ein Flash-Game. Das kam für ein Game Advance raus und für ein GameCube scheinbar auch. Oh, Star Baseball. Das ist fast zu aufregend. Du hast auch schon viel Bullshit gespielt. Hey, ich habe auch viele gute Spiele nie gespielt, okay? Zum Ausgleich. Kannst du auch in der EU raus? Und in Europa. Könnt ihr glauben, dass das außerhalb von den USA nicht rauskam? Also, mir fällt es ja sehr schwer zu glauben. Amazing Island. Das sieht ja dermaßen dämlich aus. Oh, die USA-Spiele. Die liefern Qualität. Oh, Animal Crossing, habt ihr davon schon mal gehört? Das ist eine gute Szene, um Animal Crossing zu zeigen, wie ich finde. Ich frage mich, ob das Spiel halbwegs Spaß machen kann. Ich meine 2D-Plattformer. Aber dann wiederum habe ich zuletzt versucht, das Spiel zu SpongeBob der Film zu spielen. Das geht nicht gut aus. Ant Bully. Das basiert auf dem Film, oder? Ha. Oh, Aquaman. Das geht, glaube ich, auch mit, glaube ich, ich bin mir sehr sicher, als eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Und, ziemlich spaßiger. Es gibt wirklich viel Scheiße für den GameCube. Kann das sein? RTS, Real-Time Strategy. Mit kleinen Zinssoldaten. Auf dem GameCube. Wie viele Spiele, die auf Plastiksoldaten basieren, gibt es eigentlich? Oh, das habe ich gespielt. Auf der PS2 ein bisschen. Ganz, gar nicht mal so aufregend, ehrlich gesagt. Ah, die Spiele sind alphabetisch sortiert, leider. Chronologisch wäre viel cooler, aber... Man muss nehmen, was man kriegt. ATV. Nein, ist bestimmt nett, aber... Das ist sehr shaded, das ist...
Das ist ein interessanter Look für ein GameCube-Spiel, für ein GameCube-Rennspiel. Das habe ich auf der PS2. Ich wollte es irgendwann mal in einem Video spielen, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Denn irgendwas sagt man, dass das ziemlich langweilig ist. Es gibt zwei Teile davon. Leute, ich würde das freiwillig spielen. Es gibt noch mehr Backyard Sports. Oh, das habe ich damals in der Endzone gesehen. Ich dachte mir, es sieht so cool aus. Also es hat, glaube ich, super schlechte Reviews bekommen, aber insgeheim wollte ich es unbedingt spielen. Let's get Dark Alliance. Ich glaube, dafür fehlt mir die Geduld für so ein Spiel. CJ für Arme. Es war ja True Crime New York für Arme. Oh, das war auch ein Film, oder? Es gibt viele Spiele zu Filmen. Zu animierten Filmen. Ist das möglich? Und wir haben immer noch eine Menge. Das ist ja Japan exklusives Baseballspiel. Was? Japaner lieben Baseball auch. War es nicht eine Serie? Es war eine Serie? Okay. Yo! Oh, das habe ich damals so gerne gespielt. Ich erinnere mich an fast nichts mehr, aber ich habe es unglaublich gerne gespielt. Ja, man sollte es mal wieder spielen. Es gibt einen zweiten Teil. Es gibt einen zweiten Button Kaitos Teil. Oh. Ich erinnere mich an so viele Spiele davon, die tatsächlich bei uns auch rauskamen. Ich kenne so viel aus der Endzone. Wie viele Baseballspiele kann eine Konsole haben? Ich kann dir versprechen, dass nicht so viele Fußballspiele hat. Ah, das waren die Batman-Spiele vor Arkham Asylum. Sehen nicht so gut aus. Oh, mehr. Wie viele Batman-Spiele kann eine Konsole haben? Vor allem basieren die alle auf irgendwas anderem. Das müsste eher die animierte. Was? Noch eins! Wirklich? Yo, Battalion Wars! Es war Advance Wars auf dem GameCube quasi, nur ein bisschen actionlastiger. Das habe ich auch gerne gespielt. Hä? Warte, was? Warum gibt es so viele Anime Smash Bros? Das habe ich auch da. Ja, man sollte ich es mal im Stream spielen oder so. Dann wird gerippt. Glaubt ihr, davon wird jemals ein zweiter Teil rauskommen? Ich kann euch sagen, er soll seit langer Zeit rauskommen, aber ich glaube nicht, dass er rauskommen wird. Glaubt ihr, in dem Spiel springt man einfach nur wirklich hoch? Big Mother Truckers? Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit auf dem Game Boy Advance gespielt. Ich fand's spaßig. Billy Hatcher. Das hast du mit Fanny das mit mir gespielt. Sie will es weiterspielen. Aus dem Bubble Tazy Raid. Vielen lieben Dank. Willkommen. Oh, das Bionicle-Spiel. Oh. Kein Fan davon. Jetzt haben die Bionicle Schusswaffen! Bionicle wurde erwachsen! Endlich! Black and Bruised. Verzeihung? Oh, das sieht dermaßen fürchterlich aus. Oh, das will ich haben. Sieht so schlecht aus. Bleiche, das braucht niemand. Aus dem Hursky, 18 Monate, Resub. Vielen lieben Dank. Blood Omen 2. Was haben Eidos nochmal gemacht? Woher kenne ich Eidos? Als Developer. Von welchem Spiel? Blood Rain. Oh ja, das war das mit dem oh Gott, von diesem Isaac Laser Item als Symbol. Tomb Raider. Oh, Tomb Raider. Bloody Roar. Irgendein Fighter, den man sich in Monster verwandeln kann. Okay, ich habe den mal in dem Video gesehen, okay? Blowout. Oh. Oh mein Gott, das sieht dermaßen übel aus.
Oh, das ist Flash-Game-Niveau. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Gebanntes Spiel auf Twitch. Gebanntes Spiel auf Twitch. Oh oh, oh oh. Okay, alles gut. Was ist das für ein Titel? Bobo, Bobo, Bobo. Glaubt ihr, das basiert auf dem Anime? Bomberman Generation. Das sieht eigentlich ganz... Ich mag den Artstyle davon. GameCube-Spiele sind wirklich schön eigentlich an sich, wenn sie cel-shaded sind. Ich habe das Gefühl, der OC Bomberman scheint mir ein bisschen zu viel des Guten zu sein. Hat den Grund, warum das nicht in Europa rauskam. BMXXXX kennt man durch den Twitch-Band. Ja, ist das Bomberman RPG? Was? Japan! Was macht ihr da? Oh, das habe ich auf der PS2. Looking good. Oder habe ich das? Oh Gott, das ist Rock Angels mit dem Z. Das sieht genauso aus wie der andere Teil. Buffy. BMXXXX war in der PS2-Version sogar zensiert, weil Sony keine Brüste wollte. In der GameCube-Version konnte man Brüste weiterhin sehen. Fun Fact an der Stelle. Jo, das ist die Version für erwachsene Jungs. Yo, Burnout! Crash-Modus! John und ich wollten mal ein Video zum Crash-Modus machen, den wir gegeneinander spielen haben. Wir haben es nicht online zum Laufen bekommen, aber... Oh, Crash-Modus. Das ist guter Stoff. Gott, ich mochte Burnout 2 auch mehr. Ich muss Burnout 2 mal wieder spielen. Burnout 2 war wirklich spaßig. Buster Move. Mensch. Bin ich froh, dass es davon eine Version auf dem GameCube gibt. Habe ich gespielt. Habe ich gespielt. Ich habe alle Strecken gesehen. Lass mich in Ruhe. Oh, Cavallas Big Game Hunter. Ich weiß nicht, ob das der Teil ist, den wir mal auf der PS2 gespielt haben, aber... Sieht alles gleich aus. Big Ugly Marsh ist der Crazy Frog Racer für Arme. Oh, diese Cavallas-Spiele. Vor allem, sie kamen nicht mal mehr außer von den USA raus. Ich weiß aber, warum. Weil es nicht so gut ist. Oh, warte, ich habe die Medal of Honor-Teile gespielt. Nein, ich habe Call of Duty 2 gespielt. War man da in der Wüste unterwegs mit einem Panzer? Yeah, das ist der Teil, den ich gespielt habe. Ich mochte die Zweite Weltkriegs-Shooter damals, ehrlich gesagt. Ich weiß, warum sie sich von davon erholt haben. Beziehungsweise das eingestampft haben. Das ist ein Spiel, von dem ich nie das Bedürfnis haben werde, es jemals zu spielen. Auch wenn es wirklich gut aussieht. Es gibt ein Captain Tsubasa-Spiel für den GameCube! Was? Und das ist Visual Novel? Was? Und Carmen San Diego. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Das ist ein Reminder, der ich, dass Casper existiert hat. Kleiner dummer Geist. Oh, das ist so scheiße. Das ist so schweinegeil. Oh, das Kätzchen würde ich gerne mal schnurren hören. Das soll, glaube ich, auch ein ziemlich mieses Spiel sein. Yo! Soul Damage! Warum ist das hier so hell? Das sollte nicht so aussehen. Soul Damage habe ich so viel gespielt. Das beste Item in GameCube-Version war die Axt. Damit konnte man die Gegner einfach zerteilen. Oh, Soul Damage war so ein gutes Spiel. Naja, das kam sowas von nicht in Europa raus. Charinko Hero. Ist das ein... Dreirad-Kart-Racer? Nee. Das sieht so langweilig aus. Oh, das soll ebenfalls eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten sein. Oh, das sieht bezaubernd aus. Chibi Robo. Ich mochte die Idee dahinter, dass man den winzigen Roboter spielt und da dann kleine Dinge erledigen muss und sowas. Aber ich habe es nie tatsächlich gespielt. Ja, man sollte es mal spielen. Im Vergleich zu diesem Spiel. Hat er gerade die Tür geboxt? Hör auf, die Tür zu boxen. Weißt du, wie man das Spiel spielt? Nein, warte, man muss die Tür aufboxen. Was? City Racer? War das, was ich mal gespielt habe?
Oh ja, das war das. Das war Downtown Racer. Man hatte Items. Das habe ich super gerne am PC gespielt. Ist das ein Lightgun-Shooter? Das kam nur in Europa raus. Noch nie gesehen. Es gibt einen Kart Racer davon auch. Außerdem David Co. 26 Monate Reset, wie wir die. Und ein Plattformer. Haben sie einfach jedes Jahr mit diesem hässlichen Maskottchen ein neues Spiel rausgebracht im anderen Genre? Oh, das ist die Serie, die. Warte, habe ich die jemals gesehen oder nicht? Ich bin mir so unsicher. Oh, das sieht auch absolut. Oh, Europa-exklusiv. Die Europa-exklusiven Spiele sind bisher die schlimmsten. Conflict Desert Storm. Das ist quasi Arma für Armere. Für Neuigkeit, es gibt einen zweiten Teil. Dann wiederum ist das ziemlich, sieht das Story ein bisschen actionlastig aus. War nett auf PC. Ich habe Explosionen gesehen. Könnte nett sein. Nie gespielt. Aber ich bin generell nicht der größte Crash Bandicoot-Fan. Ich habe nicht mal die originale Trilogy wirklich gespielt. Ich bin mehr der Spyro-Typ. Wobei ich unglaublich gerne das spielen würde. Das sieht nämlich ziemlich spaßig aus, ehrlich gesagt. Crash Nitro Kart. Wie stehen Leute zu Crash Nitro Kart? Tag Team. Warum ist da ein Kart auf dem Cover, aber es ist ein Plattformer? Nitro Kart war nicht übel. Crazy Taxi. Nicht sicher, warum man dieses Spiel jemals auf dem GameCube haben wollen würde. Ich hatte das Spiel ungefähr dreimal auf Steam oder so und ich habe es nullmal gestartet. Dieses Spiel ist, glaube ich, super teuer. Das ist, glaube ich, eines der teuersten GameCube-Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr werdet es kaum glauben, aber super wenig verkauft hat. Cubics. Was habe ich gerade gesehen? Curious George. Tag Team ist Plattform mit Racing-Elementen. Custom Robo. Oh, das war das. Fully war ein riesiger Fan von dem DS-Teil davon. Außerdem. Oh Gott, Lea Awesome X. Frischer Sub, wie wir ihm danken. Dakar? Oh, das Cover ist super cool. Ich würde das Spiel für das Cover kaufen. Ist das das Spiel mit D, auf das du dich gefreut hast, Chaos? Dark Summit. Und habe ich das gespielt statt dem anderen Snowboard-Spiel? Ich bin mir unsicher. Irgendeins davon habe ich auf dem GameCube gespielt. Ja, das existiert. Oh mein Gott, das hatte ich auch. Auf der PS2, glaube ich, aber... Warte, ist das das Spiel mit, wo man, in dem man... Ja, das ist das Skittle-Spiel! Seht ihr das Skittle unten links? Dave Mirra Freestyle BMX. Sieht super clunky aus. Ich glaube, ich würde es gerne nicht spielen. Dead to Rights. Bitte, was? Oh, Def Jam Fight von New York. Der ultimative Hip-Hop-Fighter. Seht, der kämpft Haus gegen. Sind das irgendwelche Rapper? Oh, Def Jam Vendetta. Soll ich den Tanzmantel und die DK-Bongos? Nein und nein. Defender. Sieht auch arschlangweilig aus. Aber das ist mit Mikrofon-Support ein Quizspiel. Also im Daumen, 4 Monate. Resub, wie wir ihm danken. Ist das ein Cricket-Spiel oder Cricket? Die Hard! Vendetta! Oh, das sieht nicht aus wie ein GameCube-Spiel. Okay, es ist von 2002. Oh, das sieht übel aus. Yo! Yo! Pepper Breath! Mach! Oh, da ist es! Da ist es. Oh, das kam nicht in Europa für den GameCube raus. Deswegen kam es mir komisch. Dinotopia. Dinotop... Was?
Was zum Teufel ist das? Doch, kam es? Oh. Ja gut, dann lang die... Scheint das wohl nicht ganz richtig zu sein. This is Sports Basketball. Züge verbreitet einfach nur Lügen. Es gab mehr als ein Disney-Sports-Spiel. Ich mag es, dass man... Glaubt ihr, die haben mal Sonic Adventure 2 gespielt? Ich glaube, sie waren große Fans. Wie viele Disney-Sports-Spiele gibt es? Ist das euer Ernst? Und Chicken Little. Das war ein Film, den ich nie sehen wollte. Der Hauptcharakter sieht dermaßen anstrengend aus. Das haben mir Leute empfohlen, dass ich das mal spielen soll. Ich habe vergessen, welche Version. Ich glaube nicht der Game, die GameCube-Version, sondern PC-Version davon oder so. Sehe ich gerade... oh Gott, wie hieß der Woody? Beim Manual machen? Oh Gott. Oh Gott. Hide and Seek. Ein Versteckenspiel mit Mickey Maus. Das wollte ich früher mal spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, das könnte spaßig sein. Dann treffen wir die Robinsons. Jetzt sind wir gerade komplett Disney Party. Sie haben einfach alles gebracht. Das Spiel habe ich auch. Ich habe es noch nie gespielt. Ich glaube, ich sollte es nicht spielen. Also immer Hockey tut. Er hat 7 Monate resubbed. Vielen lieben Dank. Out of the Shadows. Was ist mit diesen ganzen Disney-Spielen? Es sind einfach so viele. Ich meine, das ist Disneys Tarzan, das kann ich akzeptieren. Auch wenn es gar nicht mal so spaßig aussieht. Rumbly Tumbly Adventure. Ich glaube, der sein Bauch rumpelt und pumpelt. Das Tarzan-Spiel ist der Hammer. Cars. Ich war zu alt für Cars, als Cars rauskam. Findet Nemo dagegen. Das habe ich durchgespielt. War ein gutes Spiel. Es war unterhaltsam. Ich soll es ja irgendwann mal wieder spielen. Man konnte über Quallen hüpfen. The Incredibles. Den Film habe ich nie gesehen. Es trifft auf die meisten Filme zu. Ich habe wirklich nicht viele. Da ist noch einer. Ich habe wirklich nicht viele Filme gesehen. Das sieht nach keinem spaßigen Kampfsystem aus, ehrlich gesagt. Die Monster AG. Ich glaube, ich bevorzuge den Game Boy Color Teil von dem Spiel. Oh, warte, das ist ein Völkerball-Spiel gewesen, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Monster AG Völkerball-Spiel aus irgendwelchen Gründen. Das scheint mir irgendein RPG zu sein. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Das ist so eine Vermutung. Donkey Kong Jungle Beat. War ehrlich gesagt gar nicht mal so spaßig. Ich hab's auf der Wii gespielt, aber... Man merkt, dass es nicht ganz für ein richtiges Spiel gereicht hat. Ah, ist das ein langes Video? Knapp 2 Stunden, also 1,48. Ich habe Donkey Kong 1 gespielt und danach habe ich meine... Bongos verkauft, ob ihr es glaubt oder nicht. Ah ja, und in Japan kam Teil 3 raus. Oh Gott, eins von diesen Dora-Spielen haben wir mal im Stream gespielt. So irgendeins mit dem Wal. Es war nicht das, aber es sieht ziemlich genau gleich aus. Ist das ein Keksland? Sieht okay aus an sich. Ich muss nicht spielen. Oh, Dosh in the Giant wollte ich immer unbedingt spielen. Ich wusste nie, worum es geht.
Aber irgendwann, wenn ich es gesehen habe, dachte ich mir, ich muss es spielen. Oh, ich denke es immer noch, ehrlich gesagt. Irgendwann muss ich Doshin the Giant spielen. Ich glaube, es ist ein interessantes Spiel, aber ich weiß es nicht. Dr. Muto. Der einzige Muto, den ich kenne, das ist Yugi. Oh. Oh, dieses Spiel. Wisst ihr, wann ich das zuletzt gespielt habe? Heute. Das ist keine Lüge. Oh, Budokai 2. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Damit habe ich viel Zeit verbracht. Ich habe mir sagen lassen, das ist gar nicht mal so super. Nicht ganz Budokai-Qualität. Dragon Drive. Das ist ein Typ, der an einem Drachen hängt und das ist ein fürchterlicher Shooter. Dragon Slayer 3D habe ich, das habe ich sogar. Das ist von Dragon Slayer, weil es so ein, oh Gott, auf Video basierendes Spiel war, haben sie einfach 3D-Plattformen aus den einzelnen Bildschirmen gemacht, was interessant ist. Das ist Konami Smash Bros., wenn mich nicht alles täuscht. Nein, Konami, Takara und Hudson. Außerdem von Alex, 27, 8 Monate, Recep, wie wir lieben Dank. Skylight, 26 Monate, auch dafür, wie wir lieben Dank. Auf dem Gamecube gab es nicht viele Dragon Ball Spiele. Das Madagaskar-Spiel habe ich tatsächlich auch da. Ich habe es auch noch nie gespielt und... steht ihr, wenn ihr irgendwas kauft für irgendwelche Videos oder so, dann macht ihr die nie. Ab durch die Hecke. Ich glaube, davon habe ich mal eine ROM von dem Gameboy Advance-Teil ein bisschen gespielt und es war wirklich langweilig. Der Tod, 25 Monate, Resub, wie wir dem Dank. Das ist einfach nur ein schlechter Findet Nemo. Sehr schlecht, das Findet Nemo. Der ist dagegen. Ein Shrek Kart Racer. Das ist der Stoff. Shrek Super Slam. Yeah. Ich denke, es wurde ein Fehler gemacht. Driven. Die Lizenz für Driver hat nicht ganz ausgereicht. Was ist das? Drome Racers. Sind das Lego? Warum sieht das aus, wäre es ein Lego Technik Bike? Ist das Lego? Das ist Lego, oder? Du machst das. Das ist der Teil, den ich gespielt habe. Ist das der Teil, den es bei uns auf PS2 gibt? Ich weiß gar nicht, ob man da Booster Packs öffnen konnte. Add Nady. Nie geschaut. Nice doggy. Das ist Lego? Okay. Egomania. Ich kann euch versichern, mit dem Spiel müsst ihr euch nicht Sorgen machen, zu viel Spaß mit Videospielen zu haben. Oh. Reden wir gerade von nicht zu viel Spaß haben? Hier ist nämlich schon nicht zu viel Spaß. Ach. Für dieses Spiel haben sie eben, um dieses Spiel zu machen, das haben sie mit dem Film parallel gemacht und das hängt irgendwie zusammen tatsächlich und super seltsam. Night Hunter, frischer Saft, wie wir ihm danken. Also sie haben das Spiel nicht fertig bekommen und das ist super buggy und alles ist Shit daran. Carrieri feeds it upfield. Busiaga, great play. Forward pass. Ist das ein spanisches Fußballspiel? Einfach nur über spanische Mannschaften. Eternal Darkness habe ich ebenfalls da. Irgendwann sollte ich es mal spielen, aber habe ich es bisher jemals gespielt? Nein. Aber ich sollte es mal. Das Traurige ist, Toy Story Skateboarding sah besser aus als das. Evolution Snowboarding dagegen, das sieht aus, als ob es spaßig sein könnte. Yes! Oh mein Gott, dieses Spiel! Ich dachte immer, das hat was mit Pokémon XD zu tun. Weil dieser dumme Protagonist davon irgendwie aussieht wie der von Pokémon XD. Das hat mich immer irritiert. Evolution Snowboarding sieht mir viel zu crazy aus. Es kam ein Baseballschläger und der hat den anderen Typ vom Skateboard, vom Snowboard gekickt. Kann man dazu Nein sagen? Außerdem Formel 1 Spiele existieren. Hey,
Oh, es gibt mehrere davon. Ich kann mir schon vorstellen, wie es sich spielt. Gar nicht mal so gut. Außerdem, Gurgling Baker. Frischer Sub, wir lieben Dank. Oh, hey, mehr Baseball. Es gab wirklich viele Baseball-Spiele für den GameCube. Ich meine, wir sind gerade mal bei F. Aber wir hatten schon so viele Baseball-Spiele. Die Fantastischen Vier. Irgendwas sagt mir, dass auch dieses Spiel nicht sonderlich gut ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Achso, FIFA 2002 kam nicht in Europa raus. Verstehe. Schau ich Ronaldinho an. Da ist FIFA 2004. Yep. FIFA 2005. Oh, und wenn FIFA 06 kommt, dann bin ich bereit dafür. Oh, yes! Seht ihr das? Oh, das ist ein Spiel. Wenn man von der Mittellinie aus die Flanke so weit wie möglich gemacht hat, dann hat man immer ein 100% sicheres Tor getroffen. Das konnte man ziemlich leicht schießen. Steht ja. Oh, FIFA Street existiert. Sah immer irgendwie dumm aus. Und wer FIFA Street sagt, der muss natürlich auch FIFA Street 2 sagen. Der Lukas Podolski! Und das Spiel zur FIFA WM 2006. Hey, Gatz, der. 11 Monate, Resub, wie wir ihm Dank. Fight Night. Das ist halt genauso langweilig, ehrlich gesagt. FIFA Street war das einzige Fußballspiel, was mich jemals interessiert hat. Final Fantasy Crystal Chronicles, das wollte ich immer unbedingt spielen. Ich habe es nicht selber gespielt. Wann kommt der Switch-Teil raus? Es kommt auch Remaster raus. Das Fußballspiel, das ich gespielt... Also, ich habe FIFA 06 gespielt und das beste Fußballspiel, was es auf dem GameCube gab, war, Mario Smash Football. Habe ich nicht gespielt. Ich habe den Wii-Teil von Fire Emblem gespielt, falls das zählt. Das Remaster ist draußen. Oh. Oh. Franklin. Freaky Flyers. Wer sollte dieses Spiel jemals kaufen? Oh, Freedom Fighters. Yeah, wir kämpfen für die Freiheit. Freiheit bedeutet, wir schlagen jemanden auf die Nase. Für die Freiheit. Freakstyle. Sieht sich auch spaßig aus, ehrlich gesagt. Es hat Geschwindigkeit. Freestyle Metal Axe. Herzlich willkommen, mit dem Spiel kann man ein bisschen Spaß haben. Oh. Oh nein, ein FIFA Street Rip-Off. Frogger. Hey, Froscher! Frogger Beyond. Warum? Ah, warum? Sieht fürchterlich aus. Sag mal, wie viele Frogger-Spiele kann man wirklich brauchen in seinem Leben? From TV Animation One Piece Treasure Battle. Das sieht mir nach einem USA-exklusiven Spiel aus, wenn ich jemals eins gesehen habe. Future Tactics Uprising. Yo, F-Zero GX. Ich kam nie unbedingt allzu weit darin. Ich konnte die Basic Cups machen, den Singleplayer nur nicht. Aber F-Zero GX, spaßiges Spiel. Wunderbar, eintönig mit der Zeit. Ist das ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Anime-Mädchen? Yo, Gauntlet habe ich auf N64 gespielt. Ich habe für so lange Zeit immer vergessen, wie es heißt. Irgendwann muss ich es mal wieder spielen.
Geist. Oh. Es war ein Shooter von Nintendo, in dem man verschiedene Körper von anderen Leuten. Man ist ein Geist und geht in verschiedene Körper, macht dann verschiedene Dinge. Man kann auch in Ratten rein und sowas. Geist ist ein spaßiges Konzept, aber es ist sehr clunky als Shooter an sich, aber interessant. Generation of Chaos. Das ist ein japanisches Spiel, wenn ich jemals eins gesehen habe. Was sehe ich hier überhaupt gerade? Gladius habe ich durchgespielt! Beziehungsweise, ich habe es mit dem Freund im Koop durchgespielt. Er hat immer nach jedem Level-Up ist er auf Angriff gegangen und nicht auf HP. Ich war super tanky, aber ich konnte keinen Schaden machen. Go, go! Hyper Grind! Atlas! Goblin Commander. Das war ebenfalls bei der Endzone unter den Strategiespielen gelistet. Dementsprechend wollte ich es immer mal spielen, aber ich kam nie dazu und. Ich glaube, es sieht cool aus. Godzilla Destroy All Monsters. Ja, bestimmt. Das war, glaube ich, der erste James Bond-Teil, der nach Nightfire rauskam. Und hier sind sie schon in andere Richtung gegangen und die Spiele wurden nicht mehr so gut bewertet. Besondere Gimmick von GoldenEye war, dass man 12 verschiedene Waffen gleichzeitig halten konnte. Gacha Force. Leute, die haben Power Stone mal gespielt. GoldenEye war nicht so schlecht. Es hatte 70er Bewertungen bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ultimative Carrera-Bahn-Spiel. Ist das Simulation oder Arcade? Ich kann es nicht sagen. Gun wollte ich unbedingt haben. Das war ein großes Ding, als das Spiel rauskam, aber irgendwie hat jeder es wieder vergessen. Es war quasi Red Dead Redemption, bevor es Red Dead Redemption gab. Happy Feet existiert. Ich persönlich habe die PC-Version gespielt. Das heißt, das alles ist für mich extrem befremdlich. Ich persönlich hab nur vom zweiten Teil die PC... Nein, warte, das war steinerweise, wo ich die PC-Version gespielt habe. Ich habe die PC-Version auch noch alle da. Ja, man sollte hier mit Fanny mal spielen. PC-Version von den Harry Potter spielen. Ich auch, außer Teil 3. Teil 3 war schlimm. Ich erinnere mich, ich war dabei in dem Video, als du davon erzählt hast. Oh, Fanny hat nur die GameCube-Teile gespielt. Das dumme Quidditch-Spiel! Und die DS und Advance, das sind viele Harry Potter Spiele. Oh, yes! Welchen Hund nimmst du dir? Nimm den Spitzohr! Nimm den Schieber! Another Wonderful Life ist das Ding, dass man da ein Mädchen spielt. Oh nein, da ist der Hippie Landstreicher. Wir haben unsere Kühe Billy und Molly genannt, meinte Funny. Wir haben das mal ein bisschen gespielt. Magic Melody habe ich noch nie gesehen. Oh, Japaner und ihre Brettspiele auf dem GameCube. Mensch, Hitman 2 war auf dem GameCube? Ich habe Hitman 2 gespielt. Bei mir, also, ich erinnere mich daran, dass das Spiel anders aussah, ehrlich gesagt. Das werden wir früher oder später im Stream spielen, nachdem wir die Gefährt bereits gespielt haben. Das heißt, früher oder später... Oh, das ist die Schlacht der 5 Heere. Der Home Run King! Das ist kein Home Run. Speicherstände in Hitman sind riesig. Ja, teilweise auf dem GameCube waren die riesig. Was ist das? Hot Wheels Velocity X. Ich meine,
wenn man 8 Jahre alt ist, ist das der heißeste Scheiß. Das ist einfach nur F-Zero mit Hot Wheels. Huh. Cubic Runner? Ich meine, man bekommt, was einem versprochen wird. Ihr wollt einen kubischen Läufer, da habt ihr ihn. Hudson Selection 2 Star Soldier. Das sind irgendwelche Low-Budget-Remakes von irgendwelchen alten Spielen, oder? Hey, das ist Bonk. Wenn wir von Low-Budget-Remakes reden. Ah! Ist das Wonderboy oder sowas? Wahrscheinlich. Das ist der schlechte Hulk-Teil. Macht euch keine Sorgen. Oh, warte, ist das auch der Vorgänger von dem anderen? Oh mein Gott, vielleicht sollte ich das auch mal spielen. So, nicht Hulk Ultimate Destruction, aber es sah sehr ähnlich aus, tatsächlich. Ja, sehr mal Lofi, 11 Monate. Resub, wie wir ihm Dank. Hunter the Reckoning. Ice Age 2. Das ist grafisch ziemlich hübsch. Okay, es kam 2006 raus. Ist ein spätes Gamecube-Spiel, aber es sieht gut aus. Das ist ein gut aussehendes Spiel. Ikaruga. Das wollte ich damals aus irgendwelchen Gründen unbedingt haben. Heutzutage will ich es haben, weil es irgendwann noch teurer sein wird. Irgendwann werde ich es mir bestimmt kaufen, aber eigentlich sieht es auch echt shit aus. Hulk Ultimate Destruction. Oh, das ist so ein gutes Spiel. Das ist von den Machern von Prototype. Das ist quasi Prototype im Hulk-Universum, nur es ist cooler deswegen aus irgendwelchen Gründen. Ei, Ninja. Nee, nicht überzeugt. Sind das Atari-Spiele? Und da kommt, da sieht jemand den Television im Hintergrund. Nee. Nee. Oh, Verzeihung, in Television. War das, das war eine eigene Konsole, oder? Ich weiß nicht. Hatte der 4 Arme? Ja, hatte er. Italian Job. Ein Freund von mir fand das Spiel unglaublich super, wir haben es auf PC gespielt. Und da ist man in der Open World so also unterwegs und er hat mir immer irgendwas gezeigt mit Freuden, wenn man irgendwelche richtigen Anforderungen erfüllt, kann man mit einem goldenen Käfer unterwegs sein. Und er war immer so stolz darauf, er hat sich immer so gefreut, dass er wusste, wie das geht. War, glaube ich, auch ein ganz spaßiges Spiel an sich. Italian Job war ein unterhaltsames Spiel. Und das ist, Mensch, hatten wir schon Baseballspieler? Da sind nämlich noch welche. Da sind noch mehr. Ihr dachtet, FIFA wird nervig. Das Traurige ist, wir befinden uns gerade mal im Jahr 2003. Ich weiß nicht ganz, wie die angeordnet sind, aber... Warum kamen da mehrere pro Jahr raus? Okay, wir sind gerade mal im Jahr 2004. Die sind alphabetisch eingeordnet. Ja, und die, und, aber sie haben Zahlen im Titel. Das heißt, wir sind gerade mal bei der 12. Also hier sind auch die Zahlen fließt mit ein, weil sonst der Titel relativ gleich ist. Deswegen sollte das soweit stimmen. Ah, das ist der Teil, den ich gespielt habe. Ich mochte es nicht. Und das ist der Teil, den ich nie spielen will, weil ich den anderen Teil gespielt habe. Dementsprechend kann ich mir schon denken, wie interessant dieses Spiel sein dürfte. Nicht sonderlich. Judge Dredd. Das sieht absolut grausam aus. Kaio the Kangaroo habe ich mir auf Steam geholt. Als es rauskam auf Steam, was vor
3 Jahren oder so war. Ich habe es noch nie gestartet, aber ich mache Gedanken, dass ich es irgendwann spielen werde. Was war das für ein Fadenkreuz? Eins, das 50% des Bildes einnimmt. Kelly Slaters Pro Surfer. An dem Punkt habt ihr es übertrieben. Und das ist ein Gundam-Spiel. Davon gibt es viele Leute mit Anime-Mädchen-Profil, mit die das super finden. Wusste nicht, dass es 650 der C-Spiele gibt. Wird ein lustiger Abend, danke. Ey, okay, du hast 10 Euro, wie wir lieben, danke. Ich hatte auch keine Ahnung, ich dachte aus, wenn er so 350. Wie wir lieben, danke. Killer 7, yo. Das wollte ich auch unbedingt haben. Ich weiß immer noch nicht ganz, was man im Spiel macht. Ich glaube, es bekam zwischen auch Re-Releases. Nein, warte. Warte, ich habe nicht Gladius gespielt, ich habe King Arthur gespielt. Ja, Update. Nein, ich hab King Arthur gespielt. Wo ich auf HP gelevelt habe. Kirby Air Ride. Ich denke, es ist overrated. Ich habe es gespielt. Ich fand es unterhaltsam. Für 4 Stunden wirklich spaßig, aber ich hatte keine Motivation, es danach jemals wieder zu spielen. Ich weiß nicht ganz, warum Leute es so aufhypen, als ob es so ein super Spiel ist. Ich meine, es ist unterhaltsam, aber wirklich nicht lang. Oh, Knights of the Temple. Außerdem, Blood Moon Freak, 5 Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Knockout Kings. Ich hatte Kelly Slater für die Xbox. Ja, es war Schrott. Das ist wieder irgend so ein Smash Bros.-artiges Spiel, oder? Mit irgendwelchen Anime-Figuren? Ich erkenne keinen davon, das sind bestimmt welche. Das ist irgendwelchen Anime-Franchises. Yep. Das sieht so schlecht aus, vor allem in 2000... Das werde ich mir irgendwann noch kaufen. Irgendwann werde ich mir dieses Spiel noch zulegen. Ich muss es haben. Ich hatte Game Advance. Game Advance ist nicht der gute Stoff. Irgendwann werde ich mir die Kuro-Kuro-Kuro-Rine, wie auch immer es heißt, für den Gamecube. Ich werde es mir holen. Oh, die ist so heiß. Land of Golfer. Legend of Golfer. Verzeihung. Lago Mensch kenne ich nur wegen der Computerbild. Auch was da mal drin. Oh nein! Oh nein, sie haben aus Spyro und Hack and Slay gemacht. Oh yes! Seht ihr? Das ist ein vernünftiges Spiel. Oh, das ist die Collector's Edition. Warum zeigt ihr dann Wind Waker? Triforce Heroes habe ich tatsächlich noch... Moment, ich meine Four Swords Adventures. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Bekam sie zum Laufen. Das ist üblicherweise die Methode, worüber ich Ocarina of Time spiele. Danke der Nachfrage. Habt ihr das zweimal da? Und das ist erneut Wind Waker. Oh, Twilight Princess. Irgendwann muss ich es auch mal wieder spielen. Ich habe die Gamecube-Version damals gespielt. Ich hatte noch keine Wii, als es rauskam. Es wird immer besser. Ist das Hulk Hogan? Oh yeah. Das ist ein Bruder, auf den ich mich einlassen kann. Auch das Cover. Und schau ich an, wie dir das Publikum. Oh Gott. Lego Star Wars kam auf dem Gamecube raus? Ich dachte mal, Lego Star Wars kam ein gutes Stück später. Ich hatte keine Ahnung, dass das für ein Gamecube rauskam. Ja. Das ist Lego Star Wars 2, ich bin nicht so euphorisch im Spiel gegenüber. Es tut mir leid. Lemony Snickets. Das kam immer in der Werbung. War das ein Film oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Looney Tunes Back in Action? Das Cover sehe ich auch öfter. Ich glaube, das haben sie super oft bei Rebuy da. Und ich denke mir immer, nee, das will ich nicht kaufen. War ein Film? Oh. Die Rückkehr des Königs? Der König ist zurück! Yes! Das ist ein Spiel! Oh! 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 Ich werde gleich ohnmächtig, wenn wir so weitermachen.
Das ist ein Spiel. Da würde ich ein 12-Stunden-Video zu machen. Und das muss ich tatsächlich irgendwann mal noch spielen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Zwei Türme habe ich nie gespielt. Lost Kingdoms. Warum sind da so viele Karten? Ich bin sehr verwirrt. Lost Kingdoms 2. Das Spiel sieht verwirrend aus. Ist Lost Kingdoms von FromSoft gewesen? Lotus Challenge. Oh, das ist ein Auto. Und dann geht in dieses Showcase. Wir müssen noch eine Stunde vor uns haben. Luigi's Mansion. Nein. Jeder hat's gespielt. Ich mochte es irgendwie nie so sehr. Ich mag die Atmosphäre. Ich hatte das Gefühl, wenn man bei dem den ersten Boss gemacht hat, also dieses Baby, danach wird das Spiel irgendwie langweilig. Ich mag es, dass Madden auf einmal 800 Mal lauter ist. Lost Kingdoms war von FromSoft. Okay. FromSoft also. Oh Gott. Wir hatten erst viel FIFA, dann hatten wir viel Baseball und jetzt ist es Zeit für Madden. Aber keine Angst, nach 2007 sollte kein Sportspielteil mehr für den GameCube rausgekommen sein. Also, es werden nicht so viele. Madden 06. Madden 07. Gleich sind wir durch. 08 kam noch für den GameCube raus. Das müsste eins der letzten GameCube-Spiele überhaupt gewesen sein. Leute spielen das freiwillig. Au. Oh. Mario Golf will ich irgendwann mal spielen. Es gibt ein Easter Egg. Wenn man ins hohe Gras seinen Ball reinschießt, sieht man Pikmin rausfliegen. Und das ist Double Dash. Double Dash ist ein Klassiker. Hey, wo ist die richtige Musik? Ich glaube, Mario Party 4 habe ich gespielt. Moment, Mario Party 4 habe ich relativ viel gespielt. Da konnte man mit jedem Charakter, wenn man... Man hatte so ein Haus, da konnte man Gegenstände für freischalten. Wenn man mit dem Charakter eine Karte geschafft hat und ich wollte da möglichst viel freischalten. Und dann ging irgendwann die Disc kaputt. Ich glaube, Mario Party 6 war der Teil mit dem Mikrofon. Der war nicht wirklich unterhaltsam. Weil das Mikrofon dabei war, es gab da spezielle Minispiele. Nein, Mario Party 7 war der mit dem Mikrofon. Sieht alles für mich gleich aus. Für mich sehen die alle gleich aus. Mario Power Tennis habe ich nie auf dem GameCube gespielt, da ich habe die Wii-Version davon. Es gab ein Remaster auf der Wii mit der New Play Control, haben sie es damals genannt. War okay. War nicht so spaßig. Hm. Mario Superstar Baseball. Jetzt wird geangelt, meine Kerle. Marvel Nemesis Rise of the... Was? Imperfects. Bitte nicht. Danke. Matt Hoffmans Pro BMX 2 ist auf einer Screen Fun. Das heißt, ich habe es mal für 10 Minuten und so gespielt. Es war eine Minispielsammlung gerade. Das müsste ein DDR-Spiel sein. Bommel, 25 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Metabots. Ich glaube, der Typ, der das Spiel gerade spielt, weiß nicht, was er macht. Oh, Metal of Honor. Oh, war das der Teil, den ich gespielt habe? Ich glaube, es war ein anderer. Oder ist das der Teil, in dem man Adrenalinpunkte hat? Frontline? Nein, ich glaube, es war ein anderer Teil, den ich relativ viel gespielt habe. Ich habe aber das letzte Level nie geschafft.
Rising Sun war es definitiv nicht. Es war wahrscheinlich der erste, der gerade eben gezeigt wurde. Es gab eine Menge Medal of Honor Teile. Naja, die Mega Man Anniversary Collection. Die kam nie in Europa raus. Es gab eine Zeit, in der ich das schade fand, aber... Yes! Oh, das muss ich mir irgendwann wieder kaufen. Ist leider super teuer geworden. Man zahlt 60 Euro inzwischen dafür, aber... Oh, ich liebe Network Transmission. Mega Man X Collection kam ebenfalls nicht bei uns raus, was ich auch mal schade fand, aber inzwischen kam sie eher regulär raus, also... warum soll ich das mit GameCube-Controller spielen? Oh, yes! Oh, Mega Man X Command Mission, das war auch so gut! Ich habe den letzten Boss nie besiegt, aber... Oh, das war auch so gut! Ich mochte es sehr. Man in Black 2 nie gespielt. Ich denke, ich verpasse nicht viel. Metal Arms Glitch in the System, da ist sogar ein Mauszeiger im Bild. Oh, das ist auch so ein gutes Spiel. Ah, das ist Metal Gear Solid, wen interessiert's? Wenn die verstehen, was Leute an Mega Man mögen. Ich mag die klassischen Mega Man Teile und so auch nicht wirklich, aber... Oh, oh, ich glaube, gleich kommt mein absolut liebstes Gamecube-Spiel. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Scannst du gerade den ersten Boss? Oh. Da haben wir ja schon mein liebstes Gamecube-Spiel. Es ist Metroid Prime 2 für den Gamecube. Und da haben wir Micro Machines. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, Midway Arcade Treasures. Davon würde ich nichts jemals spielen. Ihr habt schon richtig gesehen. Warum hieß es in Japan Dark Echoes? Keine Ahnung, Spieler heißen oft in Japan anders. Wenig aus der Marketingabteilung das Spiel übersetzt hat. Wieso bist du im Spiel in der Badewanne? Ich weiß nicht, weil ich einfach nur eine gute Zeit habe. Was genau ist das jetzt eigentlich gerade? Minority Report? Everybody runs? Oh, das sieht super seltsam aus. Mission Impossible. Ah ja, das hat existiert. Lieblingsspiel, ich das, den Emote für dich. Moment. Wir werden nachschauen. Shit. Moment. Moment. Ich mach das. Ich muss mich nur kurz einloggen. Okay. Okay. Wir machen weiter. Wir haben jetzt den Metroid Prime 2 von Nintendo GameCube Emote. Oh Gott! Ist das ein humorvolles... Warum ist der Minotauros? Japanka. Was? Ist das eine Art Partyspiel? Wahrscheinlich? Monopoly Party? Oh, wir machen jetzt eine Monopoly Party! Warum sollte man das Spiel für ein Gamecube holen? Last lap. Monsterhaus. Ich glaube, den Film habe ich sogar gesehen. Für eine Party braucht man Freunde. Ja, wenn du Freunde hast, warum müsst du in den Gamecube-Teil spielen? Monster Jab. Maximum Destruction. Oh, die Zerstörung ist einfach maximal. Mortal Kombat Deadly Alliance. Sieht gar nicht mal so gut aus. Haben Sie noch Mortal Kombat-Teile, die ich tatsächlich gespielt habe? Mortal Kombat Deception. Dieser fürchterliche Singleplayer. Ich habe ihn durchgespielt. Ich habe mein Bestes gegeben, um alle Charaktere freizuschalten. Ich habe Mortal Kombat Deception viel gespielt, okay?
Ich habe sogar dieses, wie heißt der, Raiden, diesen einen Gott, sogar den eigentlich freigeschaltet. Ich bin durch die Gegenden gelaufen, hab Tageszeit vergehen lassen, um die Charaktere zu bekommen. Muppets Party Cruise. Muppets Mario Party. Muscle Champion. Der Spielspaß kennt fast keine Grenzen. Hey, gute Neuigkeiten. Baseball. Baseball. Mehr Baseball. Bitte mehr Baseball. MVP Baseball von EA. Ich finde, wir brauchen mehr EA Baseball rein. MX Superfly. Ich glaube, ich sollte mir irgendwann so ein BMX-Spiel zulegen. Irgendwas an diesem Motorradspielen sieht spaßig aus. Mystic Heroes. Warum hast du geklopft? Namco Museum. Wenn ihr irgendwelche Spiele aus den 80ern spielen wollt, dafür ein extra Spiel kaufen. Das sind die Spiele, die ich auf meinem GameCube spielen will. Yep. Naruto Clash of the Ninja. Irgendeins von diesen frühen Naruto-Spielen habe ich auf der PS2 gespielt. Das ist doch das Intro von Deck auf der PS1, vielleicht. Oh, da bekommt man eine limitierte Naruto GGG-Card. Das steht für... Go, go, go! Naruto, go! X. Du doch X! So muss er schlafen. Gute Nacht. Danke. Ich werde dir von all den übrigen 300 Spielen erzählen. Gute Nacht. Und das ist ein NASCAR-Spiel. Jetzt schon schlafen, 3 Fragezeichen. Yeah. Hoffen wir mal, dass sowas wie Frühschicht nicht existiert. Oh, das ist so ein USA-Spiel. Schau euch das Cover an. NBA. Ich habe irgendein 2002 NBA-Spiel auf dem GameCube tatsächlich gespielt. Ich glaube, es war es von davor. Oder was ist das? Irgendein NBA-Spiel von 2012 im GameCube habe ich viel gespielt. Wir haben es im Koop gespielt, aber dennoch. NBA Live. Es gibt zu viele verschiedene NBA-Franchises, habe ich das Gefühl. Oh nein. Wo ist der Nowitzki? Der ist bei der ING Diba. Diba Du. Und er muss ein bisschen seinen Bausparvertrag vorbereiten. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen soll. Es sind alles Basketballspiele. NBA Street. Ist der von der SNES-Teil oder so nicht super beliebt? Ich will es nicht wirklich spielen. Wir wollen nicht darüber reden. Das war NBA Jam? Oh. Wir wollen nicht darüber reden, was wir gerade gesehen haben, okay? Falls es daran Zweifel gibt. Puh. College Football. Ein College Football Videospiel. Da sind noch mehr Teile davon.
Komm nicht gleich noch Eishockey. Oh nein, du hast recht. Nein! Nicht auch noch Eishockey. Yo. Yo. Das habe ich oft durchgespielt. Need for Speed Carbon. Ich war auch viel in der Open World einfach unterwegs. Das Spiel war sehr viel kürzer als Most Wanted, aber ich denke, es war okay. Hat Pursuit 2 noch nie in meinem Leben gespielt. Wir konnten mal nicht tunen, ich war nie interessiert daran. Oh, Most Wanted. Mein absolut liebster Need for Speed Teil. Es ist nicht mal ein Wettbewerb an der Stelle. Underground 1 war okay. Ich hatte sie selber besessen und ich habe sie so viel gespielt, aber es war okay. Hatte meinen Spaß damit. Underground 2 habe ich wenigstens durchgespielt. Aber wie gesagt, meine Wahl, ich würde, wenn dann Most Wanted oder Carbon spielen. Underground 1 war besser als 2, kann gut sein. Seltsame Sache, zu dem Spiel gibt es glaube ich sogar von der PC-Version ein Video auf meinem Kanal. Von dem bösen Nachbarn Teil, in dem ich nichts geschafft habe oder so. Die Erinnerung kam gerade zurück. NFL! NFL Blitz. Warum nennt ihr euer Spiel eigentlich Blitz, wenn es nicht in Deutschland rauskommt? Was soll das überhaupt? NFL Blitz Pro. It's good. Was ist das, die Review zu dem Spiel? NFL Quarterback 2002. NFL Street. Die spielen aber nicht auf der Straße, die spielen auf dem Rasen. NFL Street 2. Hatte der einen Pfeil als Kette? NHL. Ich geh mir was zum Trinken holen. Wie viel von der NHL-Action habe ich verpasst? Ich hoffe nicht zu viel. Das würde ich mir nämlich nicht verzeihen können. NHL-Hits. Sag mal, ist das euer Ernst an dem Punkt? Was soll Hits überhaupt bedeuten? Warum verprügelt er einen Clown? Was sehe ich hier überhaupt gerade? NHL Hits Pro. NHL mit Clowns. Das habe ich gesehen. Nickelodeon Party Blast. Es gab viele von diesen Franchise X Party Spielen. Oh Gott, diese Nicktoons Spiele. Ich habe noch nie eins davon gespielt. Irgendwann sollte ich mal eins davon spielen, aber es ist, macht mir Angst. Es sind einfach so viele von diesen Spielen. Sie sind schlecht und das ist allein auf dem GameCube. Das sieht nicht aus wie ein GameCube-Spiel. Oh, das ist die Kombination aus... Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Warte, sehe ich das gerade richtig? Das ist ein Pinball-Spiel, in dem man eine Armee abwehrt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist das einfach nur ein Besuch in irgendeiner Gegend? Dieses Flipper-Spiel sah unfassbar cool aus. Und damals spielt man sogar mit dem Mikrofon. Oh. Ich meine, das sind One-Piece-Spieler.
Scheinbar ist da noch eins. Oh, und da ist noch eins. Gold... Nein, das ist nicht Gold Roger. Shit, wie? Es war Crocodile. Irgendwie so. Pirates Carnival. Natürlich gibt es auch einen One Piece Mario Party Klon. In welcher Welt wären wir sonst? Sir Crocodile. Mr. Zero. Open Seas Season. Hieß der Film auf Deutsch nicht komplett anders? Outlaw Golf. Oh, ist das die GTA Golf Mischung, nach der wir uns immer gesehnt haben? Abseits davon, dass man in GTA... Oh nein. PN03. Teil der Capcom 5. Fünf Spiele, die Capcom für GameCube machen wollte, exklusiv. Vier davon kamen raus, eins davon blieb GameCube exklusiv. Und das war das von gerade eben. Welches Shit ist. Jagdfieber hieß ja, okay. Pac-Man Fever. Pac-Man Versus. Pac-Man World dagegen sieht ziemlich sick aus, ehrlich gesagt. Ich meine, es sieht nicht aus nach einem Top-Tier-Plattformer, aber... Ich denke, damit kann man Spaß haben. Teil 3 dagegen nicht mehr so sehr. Herr Dark King, 24 Monate, Tier 2, vielen lieben Dank. Pac-Man World Rally. Warum hat er so eine Fliegermütze auf? Ein Propellerhut. Komm schon, Pac-Man, das kannst du besser. Schlechtes Spiel. Skip. Oh. Peter Jacksons King Kong. Das offizielle Spiel zum Film. Dieses Spiel muss ich so dringend irgendwann mal wieder durchspielen. Yo, Phantasy Star Online. Das ist ein Spiel, sage ich euch. Da habe ich großartige Offline-Abenteuer erlebt. Das ist Phantasy Star Online Episode 2. Die habe ich nicht allzu oft gespielt, weil sie relativ schwer war. Ich habe aus meinem Bart herausgehört, gut, Spiel war es Phantasy Star Online. Teil 3 habe ich nie gespielt. Das wäre irgendwie ein Kartenspiel oder so? Das ist 3 Reserve-Magazine. Oh yes. Pikmin 1? Wäre sehr viel angenehmer, wenn die Pikmin nicht stolpern könnten. Das ist so frustrierend. Ich persönlich... Paper Mario, au. Oh. Ich persönlich bin eher der Pikmin 2-Fan. Wobei ich das inzwischen auch super langweilig finde. Es ist so träge. Aber das japanische Cover ist ziemlich cool. Die Gottlieb Collection. Ich mag es, dass man das Glas von auf dem Flippertisch noch sieht, damit man kaum was erkennen kann. Oh Gott, Pitfall. Pitfall war so ziemlich Activisions erster großer Hit, glaube ich, auf dem Atari. Auch Pokémon Box. Das ist eins der seltensten GameCube-Spiele. Ihr werdet es kaum glauben, es wurde tatsächlich nicht als der richtige Spiel released. Oh nein. Oh nein. Oh. Leider nicht so spaßig, aber ich liebe die Musik. Dinosaur bekam Jirachi mit der Bonus-Disc vom Pokémon Colosseum. Pokémon XD dagegen, das ist okay spielbar. Colosseum ist anstrengend. Ich mochte auch XD generell mehr. Der Polarexpress. Ihr werdet es kaum glauben, ich habe den Film nicht gesehen. PS5 Showcase. Wann fängt PS5 Showcase an? Fängt doch um 22 Uhr an, oder? Ist das an dem Flughafen? Pool Paradise. 22? Ja. Yeah. Wir haben also alle Zeit der Welt. Power Rangers Dino Thunder. Ich konnte Power Rangers nie leiden. Das Powerpuff Girls Spiel habe ich auch auf der PS2. Müsste, glaube ich, das sein. Sieht echt ziemlich cool aus. Die Grafik ist wirklich, diese hübsche Grafik. Sands of Time? Eigentlich nicht allzu viel gespielt. Ich glaube, ich habe Warrior Virgin ein bisschen gespielt und das Spiel, das Name ich nicht aussprechen kann. Und Two Princess hieß, glaube ich, der andere.
Ja, die habe ich ein bisschen gespielt. Aber ehrlich gesagt, kam ich nie so sehr in Prince of Persia rein. Oh, Two Thrones, Verzeihung. Das ist, ich lag falsch, was den Namen angeht. Ja, ich glaube, ich habe das gespielt. Pro Rally. Ja, der Fahrer hier ist kein Pro gerade. Es gibt Sense of Time of You Play. Puyo Puyo Fieber. Da bin ich im Puyo Puyo Fieber, wenn ich das sehe. Arr, Racing Evolution. Arr. Arr. Was sehe ich hier überhaupt gerade? Das sieht super schlecht aus. Rally Championship. Das ist ein Rally-Spiel. Ich kann mich noch erinnern, dass es einen deutschen Film im Mickey Mouse Heft gab. Warte, zu welchem Film? Rampage Total Destruction. Weiß ich auch, so ein altes Arcade-Spiel. Also im Firestar, 18 Monate, Reset. Lieben, lieben Dank. Rave Master. Wow. Ein bisschen Rave Master, Mann. Zu Prince of, zu Sands of Time gab es einen Dolch. Oh. Rayman 3. Das ist ein Klassiker. Es gibt ein Rampage Remake, scheinbar. Rayman Arena. Ich weiß nicht, ob ich Rayman Arena jemals in meinem Leben gesehen habe. Macht mir Angst. Red Faction habe ich den letzten Teil, der rauskam, auf Steam gespielt. Das ist unterhaltsam. Red Card. Oh, das ist Hardcore-Fußball. Ist das Argentinien gegen China? Ich wundere mich, wer gewinnen wird. Ich wundere mich. Rain of Fire, das habe ich. Das habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft, weil ich so auf eBay gesehen habe und mir dachte, was ist das für ein Spiel? Sollte ich auch mal spielen. Resident Evil Zero? Nie gespielt. Davon gibt es auch ein Remake, aber nie gespielt. Rayman Arena ist Rayman M? Ich dachte ja gerade, es wäre was anderes. Resident Evil Remake, aka der beste Teil. Resident Evil 4 ist overrated. Nein, du hast einfach nur keinen Geschmack. Das Original Resident Evil 2 habe ich nie gespielt. Ich habe das Remake durchgespielt. Ich habe die Demo vom Remake zu Teil 3 gespielt. Ja, hier endet meine Resident Evil Erfahrung. Außer, wir kommen zu dem anderen Teil der Capcom 5 Resident Evil 4. Oh, das Spiel, das war ein Hit. Was für ein Spiel. Code Veronica X, nie gespielt. In meiner Welt, für mich kann nur Resident Evil 4 existieren. Damit kann ich gut leben. Erster Shooter Man, 19 Monate, Reset, wie wir dem Dank. Ribbit King, das wollte ich auch immer unbedingt spielen. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es immer spielen. Road Trip. Okay, da steuert, da ist man quasi als Mini-Autos unterwegs. Ich glaube, es steuert sich richtig mies, aber an sich mache ich die Idee dahinter. Roadkill! Oh, das ist Hardcore. Robocop. Muss ich sein, der keins der anderen Resis gespielt hat und einfach sagt, Resident Evil 4 sei der Beste? Ich sage nicht, dass der beste Teil ist. Ich sage, dass ich die anderen Teile ab auf den Tod nicht ausstehen kann. Ich habe die anderen Teile angefangen. Ich fand sie alle scheiße. Robots. Eins, was ich dazu weiß, ist, Resident Evil 7 war okay, aber ich mag es nicht mal ansatzweise so viel wie Resident Evil 4. Rocket Power Skateboarding. Nein. Ich weiß nicht. Rocky. Hör zu, Rocky. Lass dir Zeit. Rogue Ops. Noch nie gesehen. Oh, schnelles Leiter hochklettern. Schön. Rugrats.
Der Rugrats 3D-Plattform, auf den wir alle gewartet haben. Samurai Jack habe ich nie gesehen. Scaler. Das, diese Spielfigur hätten sie noch ein paar Mal überarbeiten sollen. Die sah nicht gut aus. Scooby-Doo! Scooby-Doo ist dermaßen shit. Samurai Jack kam mir immer wieder eine exklusive Serie vor. Ja, yeah, gefühlt auch. Scooby-Doo Unmasked. Vergiss die Scooby-Snacks nicht. Scorpion King. Na, das war ein Spiel. Oh Gott. SeaWorld Adventure Parks. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ehrlich gesagt. Second Sight. Ich glaube, das wäre irgendein Horrorspiel oder so. Sega Soccer Slam. Serious Sam Next Encounter. Ich wusste nicht, dass Serious Sam auf Konsolen rauskam. Ich hab's gespielt. Fand's nicht so gut. Ist das ein Shaman King Fighter? Nein, warte, was ist das? Was war das? Ist das ein Bullet Hell Shooter? Diese Japano-Spiele für den GameCube. Es ist einfach so viel anders als alles, was bei uns rauskommen würde. Ich denke, das muss ich nicht spielen. Shrek Extra Large. Hey Shrek, come up here. You can jump towards the wall. Ich glaube, auch das muss ich nicht unbedingt spielen. Shrek 2 war mein Game. Shrek 2 müssen wir immer durchspielen auf PC. Oh Gott. Shrek Super Party habe ich, glaube ich, mal im Stream gespielt. Ich hätte irgendeine Shrek-Minispielsammlung. Keine Ahnung, wie viel es da noch gibt. Hit and Run. Es ist ein charmantes Spiel. Es ist nur irgendwie Bullshit schwer, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, Simpsons Road Rage war ein Crazy Taxi Ripoff oder so. Das habe ich nie gespielt. Die Sims. Sims, there. Nein, es ist Sims Bustin' Out. Oh ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Ach. Die Sims 2. Habe ich schon angemerkt, dass der einzige Sims-Teil, den ich gespielt habe, die Herbs war. Das heißt, alles, was nicht die Herbs sind, ist für mich komplett fremd. Wie viele Spiele sind wir überhaupt durch? Wie? Es kommen noch ein paar. Wir haben noch 25 Minuten. Was schade ist. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Spiele vor uns. Skies of Arcadia Legends, das habe ich. Ich habe es ein bisschen versucht zu spielen. Und oh mein Gott, dieses Spiel ist dermaßen träge. Es hat so viele Dialoge. Ich bin... Ich habe es für eineinhalb Stunden so gespielt. Ich bin fast eingeschlafen. Es war nicht einfach. Smuggler's Run. Dieses Spiel hat große Probleme damit zu existieren. War das emuliert oder was war das gerade? Ja, Sonic Adventure 2. Eins meiner meistgespielten GameCube-Spiele generell wahrscheinlich von damals. Heutzutage nicht mehr so viel. Sonic Adventure 1. Ja, jedenfalls ziemlich viel gespielt. Nicht so viel wie Teil 2, aber wir haben es gespielt. Lag am Emulator. Okay. Yo, Sonic Jams Collection. Damit habe ich auch super viel Zeit verbracht.
Das heißt, der zweite Sonic-Teil, den ich ja am meisten gespielt habe, ist Sonic CD. Sonic Heroes? Das habe ich mal im Stream gespielt. Ich war nicht überzeugt. Sonic Mega Collection wollte ich haben, aber ich hatte sie nie. Das heißt, damit habe ich die Hauptteile der Sonic-Reihe nie wirklich gespielt. Oh nein, Sonic Riders existiert. Oh nein. Soul Calibur 2 wollte ich damals unbedingt haben. Einfach weil es Link als Kämpfer gibt und ich dachte mir, das ist so cool. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich es nicht mir geholt habe, weil... Ist das ein edgy Remake von Space Invaders? Oder Reboot? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, Spartan Torture Warriors ist, glaube ich, ein super brutales Spiel. Das wollte ich auch haben. Das habe ich in der Endzone gesehen. Ich dachte mir, oh yes. Spawn Armageddon. Oh, das Spiel ist hardcore. Sieht wirklich sehr fürchterlich aus. Special Jinsei Game. Warum ist da ein Typ in der Winde? Speed Challenge. Oh hey, gute Neuigkeiten. Europa-exklusives Spiel. Was seid ihr davon? Die Speed Kings. Dafür, dass es die Speed Kings sind, sehe ich nicht viel Geschwindigkeit. War das... Oh, war das Tomodachi Life? Das kann sein, dass das der Vorgänger davon war. Sphinx and the Cursed Mummy. Zu dem Spiel habe ich irgendwann mal eine Review gesehen. Ich weiß nichts mehr davon. Ich glaube, es ist ganz cool. Spider-Man Movie. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt. Und Leute sagen immer, oh, Teil 2 ist so ein gutes Spiel. Aber ehrlich gesagt sieht das super shit aus. Deswegen, weiß nicht. Na dann wiederum. Leute mit dem Spinnnetz herumsteuern, sieht cool aus. Spirits and Spells. Habe ich das auf der PS2? Ich bin mir unsicher. Das war einfach eine Game-Version von Spiel des Lebens. Schlacht um Bikini Bottom. Habe ich gespielt. Bisschen. Fand's nicht so gut. Kreatur aus der großen Krabbe. Ich habe absolut keine Ahnung. Spiele ich auch auf der Freeplay und sowas gesehen. Und das ist einfach nur eine shitty Minispielsammlung. Das habe ich auch mal gespielt. War nicht überzeugt davon. Sprich mich nicht darauf an. Es hat so viel Potenzial, aber man muss diese dummen Goofy Goober Coins sammeln. Das ruiniert alles. Und Revenge of the Flying Dutchman. Das ist euch das Spiel, das einfach komplett in sich zusammenbricht, weil es komplett unfertig ist. Spy Hunter. Spy Hunter. Oh nein. Mehr von dem neuen Spyro. Wobei es grafisch wirklich hübsch aussieht. Dagegen kann ich nichts sagen. Sprich mir nicht darauf an. Das läuft nicht. Das ist emuliert, glaube ich. Auf der echten Konsole läuft es nicht mit so viel Frames. Warte, ich glaube... Oder habe ich SSX 3 gespielt? Welches Snowboard-Spiel habe ich damals gespielt? Ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Hero's Tale ist so shit. Sehr schön. SXX, Tricky! Tricky! Apropos, bekommen wir noch zu uns zum Spiel mit Tricky. Oh, oh. 650 Spiele. Und ich kann es einfach callen, versteht ihr? Star Fox Assault war okay. Ich fand's nie allzu spaßig. Egal, ich mochte es, dass es eine Stage gibt, in der man auf Dinosaur Planet war. Ich mochte Spyro Enter Dragon. Oh, das habe ich tatsächlich auch viel gespielt. Man hatte irgendwie einen Raketenwerfer und einen Jetpack. Das war ganz cool. Ich mochte Spyro Enter Dragonfly damals auch, aber heutzutage ist es fürchterlich. Das habe ich tatsächlich auch sehr gerne gespielt. Ich kam nur leider nie allzu weit. Ich war sehr fasziniert davon, dass die Leichen kaum despawnen.
Und der Typ hat eine Heilung, welche mir sehr unangenehm war, weil damit immer sehr viel gestöhnt hat. Rogue Squadron 2. Unglaublich cooles Spiel, ich habe es nie selbst besessen. Jetzt aber öfter ausliehen, ich fand es ziemlich cool. Ich glaube, den Teil habe ich nie gespielt. Die Gamecube-Spiele auf dem Star Wars. Die Star Wars-Spiele auf dem Gamecube waren ziemlich gut. Star Wars The Clone Wars, das konnte man im Koop spielen. Da gab es irgendwie so eine Arena. Zwar, da musste man quasi Wellen von Gegnern abwehren und war ziemlich spaßig. Sasuke und Hutch gespielt. Oh ja, Battlefront gab es nicht auf dem Gamecube. Street Hoops? Natürlich, er wird noch von NBA Street ein Rip-Off. Glaubt ihr, die haben mal in die... Das Spiel sieht grafisch wirklich gut aus. Oh mein Gott, seht ihr die Straße mit dem ganzen, mit dem Regen und sowas? Nee. Nee. Ich denke, dass, das brauchen wir nicht. Oh. Der Typ, der das Spiel gespielt hat, kam ebenfalls nicht am ersten Boss vorbei. Das kann ich euch nicht versprechen. Da bin ich mir sehr sicher. Super Bubble Pop. Das sieht auch komplett nach Scheiße aus. Mario Charge Football. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch hieß. Oh mein Gott, wie kann man so sehr den Superschuss verkacken? Super Mario Sunshine. Das ist ein Spiel, das ich in 16:9 irgendwann spielen werde. Wenn die Collection erhältlich sein wird. Super Monkey Ball. Ich mag das Spiel, aber muss üben, um gut darin zu sein. Deswegen kann ich darin nichts machen. Deswegen will ich es nicht spielen. Weil ich zu schlecht darin bin. Teil 2 habe ich nie gespielt. Aber ich kam in Teil 1 auch nie weiter. Also, Super Monkey Ball... Moment, warte, was ist das? Es gibt ein Super Monkey Ball Adventure. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Ist das schon wieder ein Roboter? Ich bin Dr. Mario. Ich kann so coole... Ich kann dies. Ich kann das. Ich kann einfach alles. Superman, Shadow of the Apocalypse. Oh, das sieht so viel besser aus als der N64 Superman. Surf's Up. Ebenfalls 2007. 2007 kamen nicht mehr viele Spiele für den Gamecube raus. Das ist eins davon. Swingers Golf. Ich sag's euch, meine 9er Eisen. Das muss man als Swinger manchmal teilen. SX Superstar. Sieht nicht so cool aus. Gab es Tag? Tag kommt jetzt dran. Ah, das sage ich auch immer. Da gab es davon nicht drei Teile von Tag. Das habe ich auch immer in der Endzone gesehen. Es sah immer cool aus, aber irgendwie nicht so cool. Ich habe es mir nie gekauft und inzwischen irgendwie komplett vergessen. Ich sollte es irgendwann mal spielen. Seltsam. Ich dachte, es gab, glaube ich, noch eine Serie dazu und die ist dann auch gefloppt und. Dann war Tag ja sowas von weg vom Fenster. Tales of Symphonia. Habe ich gespielt? Ich habe es nicht durchgespielt, nicht mal fast, aber... Ich habe es für 10 Stunden oder so gespielt. Ich habe das Wii Sequel durchgespielt. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe es fast durchgespielt. Ich habe relativ viel gespielt. Das ist ein Taxispiel. Has Wanted. Glaubt ihr, die haben mal Crash Bandicoot gespielt? Es gibt ein Teen Titans Spiel. Teen Titans. Ha. Das sieht leider aber wirklich nicht so gut aus. Genauso wie das Teen Mutant Ninja Turtles Spiel. Taxi 3, aber kein Taxi 1 und 2. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die existieren nicht oder sie kamen nicht von ihrem Club raus. Das ist ein Ninja Turtles Spiel. Ich kann nicht so tun, als ob ich interessiert daran wäre.
Es gibt viele davon. Okay, kam nicht in Europa raus. Scheinbar. Will ich auch hoffen. Ist das wirklich ein GameCube-Spiel? Sind wir uns da sicher? Das sah nämlich nicht wie ein GameCube-Spiel. Fick war das? War das das Spiel, in dem man die dritte Dimension finden muss? Tetris World habe ich auf der PS2 relativ viel gespielt. Okay, ist Tetris. Kann nicht so viel damit falsch machen. Tiger Woods war eine Sache. Erinnere mich noch an den Woody. Er hat Dinge getan, die seine Karriere geschadet haben. Ja, auch wieder bei Dolphin Draw Distance nicht so gut, wie es aussieht. Oh, jo, das war ein Schlag. Das war kein guter Schlag. Tiger Woods. Ich muss den zweiten Teil immer noch irgendwann spielen. Ich habe ihn damals ein bisschen gespielt. Ich habe ihn mir vor nicht ganz langer Zeit auf der PS2 geholt und ich muss dringend durchspielen. Denn das... Yo. Das ist mein Lieblings-First-Person-Shooter. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, aber... Times with the Future Perfect. Das ist ein gutes Spiel. Das hier dagegen... Sieht nicht so gut aus. Das ist kein Timesplit, das habe ich das Gefühl. Ebenfalls kein Timesplitters, dementsprechend bin ich nicht interessiert. Was soll ich mit diesem Timesplitters Multiplayer-Ding? Ich glaube, das wurde eingestampft inzwischen, oder? Sollte eigentlich schon seit so 4 Jahren fertig sein. Ich glaube, das würde nie kommen. Schieß mehr auf den Boden, bitte. Du hast fast den Gegner getroffen. Ja, yeah, das sieht ziemlich langweilig aus. Oh. Existiert Ghost Recon? Ghost Recon existiert noch, oder? Rainbow Six. Ich weiß, dass das noch existiert und super populärer denn je ist. Ich persönlich? Das war auf der PS3 oder so gespielt und es war super seltsam. Und das war meine Erfahrung mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jemals mehr Erfahrungen damit machen werde und ich kann gut damit leben. Oh, Splinter Cell? Ah, welchen Splinter Cell Teil habe ich gespielt? Ich fand ihn okay. Ich glaube, es war Teil 2, den ich gespielt habe. Das müsste der erste sein. Pandora Tomorrow? Yeah. Und ich glaube, Teil 3 war dann der mit dem bösen Sam Fisher. Und danach war es relativ vorbei mit Splinter Cell. Aber das Character Design, da haben sie halt Ubisoft, da haben die eine Menge richtig gemacht. Oh nein, Double Agent war das mit dem... Nein, ich habe Double Agent gespielt, glaube ich. Yeah, ich glaube, das war der Teil, den ich gespielt habe. Fand's okay. Tomb Raider Legend, war das das Remake zu Teil 1? Das hatte ich nicht auf PC. Das war ziemlich spaßig. Ich glaube, das war Legend. Tonka. Ja, war's. Das war's. Ja, das war ein gutes Spiel. Tony Hawk's Pro Skater 3. Ich habe in erster Linie die Game Boy Advance Version davon gespielt, ob ihr es glaubt oder nicht. Teil 4. Das habe ich mir gekauft, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe es nie wirklich gespielt. Sollte ich irgendwann vielleicht mal machen. Aber ich kann nicht sagen, was ein guter Teil, was mein Lieblingsteil war. Tony Hawk's Underground 1 und 2 habe ich auch da. Sollte ich irgendwann mal Tony Hawk's Teile spielen. Eines schönen Tages. Ich bin so scheiße in den Spielen. Vor allem die Underground-Teile sollen natürlich gut sein. Jo, das ist der Teil, den ich ja am häufigsten gespielt habe. Das ist meine ultimative Tony Hawk-Erfahrung. American Wasteland. Ich weiß, es ist ziemlich unfertig an einigen Stellen, aber ich denke, es ist ein spaßiges Spiel. Wasteland war ein gutes Spiel, aber man sieht an einigen Stellen, dass es noch ein paar Tage gebraucht hätte. Top Gun Combat Zones.
Anu, dann zeige ich mir gerade den Kopf zusammen mit Herr der Ringe. Welcher Herr der Ringe Teil? Transworld Surf, Next Wave. Das ist ein Seemensch, ein Eingeborener von Hawaii oder so und ein Hai auf dem Cover. Trigger Man. Yo, ich kenne jemanden, der sich freuen würde, dieses Spiel zum Geburtstag zu bekommen. Außerdem Paper Pie, erfrischter Sub, wie wir ihm danken. Flugcrime Streets of LA habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Aber nicht mal ansatzweise so viel wie das hier. True Crime Streets of New York, beziehungsweise New York City. Das ist sowas von nicht die Gamecube-Version, was wir hier gerade vor uns sehen. Die Version läuft nicht mal fast mit so vielen Frames. Tube Slider. Stell dich vor, ihr macht einen futuristischen Race, aber ihr nennt das Spiel Tube Slider. Turok Evolution. Das Spiel ist eigentlich wirklich shit. Man kann nur mit... Es gibt viele Cheats, mit denen man was machen kann, aber... Man kann hinter dem riesigen Brachiosaurus oder so stehen, wenn man lang genug wartet, kackt er auf den Boden. Tide of Tasmanian Tiger. Soll ich auch immer mal spielen? Ich glaube, es könnte auch ganz unterhaltsam sein. Man wirft mit dem Boomerang. Man wirft mit mehr Boomerangen. Ach. UEFA Champions League kam nur in Europa raus. Mensch. Mensch. Bei Turok ist irgendwie, ich bin super seltsam. Ich habe nicht allzu viel davon gespielt. UFC Throwdown. Ich habe mal irgendeinen UFC-Teil auf der 360 bei einem Freund gespielt. Ich fand es ziemlich mittelmäßig. Ultimate Muscle. Das ist ein Wrestling-Spiel, auf das ich mich einlassen könnte. Ultimate Spider-Man. Das sah eigentlich auch ganz cool aus. Ich weiß nicht warum, aber das war das eine Spider-Man-Spiel, wo ich mir dachte, ja, das könnte okay sein. Liegt wahrscheinlich am Artstyle. Warum sind hier gerade alle Spiele, die ich in dem einen Video genannt habe, von Gamecube-Spielen, die ich mehr mag als jemals sollte, warum sind die alle nacheinander gerade? Vex! Oh, Vex ist extrem. Schau dich an, wie wütend der ist. Ich glaube, das war auch so ein Budget-3D-Plattformer. Beautiful Joe. Das ist das nächste Spiel von dem Capcom 5. Kam natürlich auch für andere Plattformen raus. Ich habe Beautiful Joe nie so viel gespielt, außer den DS-Teil. Ich habe Beautiful Joe auf dem DS ziemlich gerne gespielt. War natürlich eine abgespeckte Version und sowas, aber der ist ja mal solider. Die könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt Beautiful Joe Fighter. Was ist eigentlich aus Beautiful Joe geworden? Virtua Quest. Oh. Das sieht... Sieht ja fast schon zu gut aus. Virtua Striker 2002. Schröder, Zöller, Rainer. Oh, Rainer. Oh, Rainer. Der Italien den aber reingemacht. Wie Rally? Nie gespielt. Das ist ein Rally-Spiel. Clover Studios ging pleite. Das sah ja trotzdem nicht viel aus, was aus solchen Franchises wurde. Ja, wolltest du nur mit existieren? Kein spaßiges Spiel. Yo. WarioWare dagegen. Von allen Spielen, die ich von damals besaß, habe ich alle verkauft. Bis auf WarioWare. Warum hat der 2008 das gleiche Spiel gezeigt? Barbarian cancelled. Für USA und Europa. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieht doch so gut aus. Wave Race Blue Storm. Es gibt so viele Leute, die den N64-Teil von Wave Race lieben. Ich nicht. World Tour. Ist das der... Oh mein Gott, ist das ein City-Roller? Open-World-Spiel? Was? World Racing. Player! Oh, Player im Mercedes.
Cancel PS2 habe ich hier stehen. Nein, es geht um GameCube. And now we'll go to the flop. World Series of Poker. Cool. World Soccer winning 11-6 Final Evolution. Oh, das ist so laut. Yo! Worms 3D! Ich hab das geliebt! Ich hab das Spiel geliebt! Ich habe mir eine Basis gemacht, indem ich mich in irgendwelche Wände geschossen habe. Und dann haben wir so unsere Höhlen gemacht und uns dann bekriegt. Worms 4 Mayhem kam leider nicht für den GameCube raus, aber das war noch besser, kann man seine eigenen Waffen erstellen. Reckless, Yakuza Missions. Ist das Yakuza Prequel? Worms 4 Mayhem war am besten, yeah, yeah. Oh, Golf. Mit Golf meine ich Tennis. Was ist das? WWE Crush Hour. Ist das ein Combat Arena Racer Wrestling Spiel? Nein, das ist wieder ein Wrestling Spiel. Die sehen ziemlich dämlich aus. Mehr WrestleMania. Ja. Gibt's sowas wie hier auch für alle PS2-Spiele? Sie arbeiten aktuell noch daran. Es gibt auf jeden Fall noch ein Video über alle N64-Spiele. Es geht eine Stunde. Oh, wollen wir danach noch das über alle N64-Spiele anschauen? Was seid ihr davon? PS1? Ich glaube, PS1 arbeiten sie aktuell noch dran. Ja, machen wir das danach. Wolverine's Revenge! Extreme G Racing? Das ist so extrem, Alter! Das ist so extrem! Sah ziemlich schnell aus, tatsächlich. Ist das eine Reihe von Spielen? Gehört das mit dem von davor zusammen? Sieht nämlich sehr ähnlich aus. Oh Gott, man schießt auch. Hey, das ist 13. Irgendjemand hat es angemerkt. Das Einzige, was ich über 13 weiß, ist Cell Shading zum einen, zum anderen. Es gibt einen Cheat, mit dem man das Blut zu Blumen machen kann. X-Men Legends, das soll ziemlich übel sein. Oh, da ist X-Men Legends 2. Ja, was sagt mir, das ist auch gar nicht mal so super. Hat Hulk Hogan gerade eine Frau verdroschen? Wäre wahrscheinlich nicht das erste Mal in seinem Leben. X-Men Next Dimension. Ist das ein X-Men Fighter? Wie viele X-Men Spiele gibt es eigentlich? Ist das euer Ernst? Dieses Spiel, das ist so eine Art Strategiespiel von Yu-Gi-Oh! Das sollte ich auch irgendwann mal mehr spielen. Ich besitze das. Zapper. One Wicked Cricket. Zap. Das sieht so unspaßig aus. Mein Gott. Sad Spell. Warum verprügelt das kleine Mädchen einen Emo? Und das kam nur in den USA raus. Daran habe ich meine Zweifel. Ehrlich gesagt. Zoid versus Zoid. Ist das ein Lego-Dino? Oh, er schießt Raketen aus seinem Gesäß. Zoids Battle Legends. Ich meine, die Leute, die das mögen. Bin ich mir sicher. Zoids. Das ist, es gibt viele Zoids-Teile. Full Metal Crash. Das ist einfach nur irgendwelche Tiere in einer Rüstung. Nein, es sind schon Maschinen. Zoo Cube. Was? Zum Fick. Okay, wir sind durch. Was? Was zum Fick? Zoo Cube. Das war
Das war ein Anblick. Oh Gott, es gab ein paar Spiele, die ich mir gerne mal anschauen würde, aber ich habe sie leider komplett vergessen. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber hey, das waren 651 GameCube-Spiele. Puh. Wie lange haben die gebraucht, das alles zusammenzukratzen? Ich denke, sie haben viel von dem Gameplay einfach von anderen Kanälen runtergeladen. Es gab sehr viele, die Gameplay in verschiedener Qualität haben. Dann war zum Beispiel das Wind Waker Gameplay, wo jemand im Hintergrund was gesungen hat. Und das Shadow the Hedgehog Gameplay war irgendwie, da war ein Rahmen drumherum. Das heißt, wie, wahrscheinlich doch ein bisschen lange, aber ich denke, sie haben auch einige einfach nur gerippt. Oder das meiste davon. Nein, die haben es alles selber gespielt. Ich meine jetzt nicht auszuschließen. Aber ja, wie auch immer, das war das. Und es war unterhaltsam. Es war definitiv unterhaltsam. Ich bin traurig, dass ich jetzt alle GameCube-Spiele gesehen habe.